Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich backe heute süße Krampus für euch aus einem feinen Brio-Steig. Das Rezept finden Sie dann ganz genau wie gewohnt auf meinem Blog christopherlang.at. Ich habe hier schon die ganzen Zutaten vorbereitet und dann würde ich sagen, ich starte gleich mit dem Teig machen. Ich habe hier zuerst die Flüssigkeit, die gebe ich immer gerne unten in den Kessel rein, damit nichts kleben bleibt. Ich habe hier Milch. Dann gehen wir gleich weiter mit einem ganzen Ei, natürlich ohne Schale. So, einmal das Ei auch rein. Dann vielleicht gleich was Spezielles. Ich habe hier ein Stückchen Kartoffel, die ist weich gekocht und geschält. Die gibt uns nachher den ganzen Brioche Krampus eine schöne Saftigkeit, einen schönen saftigen Biss. Wenn Sie das ganz fein wollt, können Sie natürlich durch eine Presse pressen, durch so eine Kartoffelpresse. Ich gebe das einfach so mit rein und tue das einfach ein bisschen mit der Hand zerdrücken. Für mich persönlich reicht das vollkommen. Wenn da nachher noch ein kleines Kartoffelstückchen drin ist, macht das jetzt mir persönlich nicht so viel aus, je nachdem, wie man es dann halt wirklich möchte. So, dann putze ich hier nochmal gleich ein bisschen meine Hand ab, damit wir hier nichts verschwenden von der guten Kartoffel. So, da. Perfekt. Dann habe ich hier noch Zucker und Vanillezucker. Kommt natürlich auch gleich hier rein. Dann Hefe. Darf natürlich auch nicht fehlen, damit alles nachher schön aufgeht. Eine Prise Salz gleich vorbereitet. Und dann natürlich Butter. Ich habe hier einfach die Zutaten kalt aus dem Kühlschrank genommen. Also Milch, Butter ist alles aus dem Kühlschrank. Da steht jetzt vielleicht 10-15 Minuten vorbereitet schon heraus bei Raumtemperatur. Habe die Würfel in so kleine, also ich habe die Butter hier in so kleine Würfelchen geschnitten und dann vermische ich da auch super im Teig. So, einmal die Butter noch rein. Zack, zack. Ich persönlich mag halt lieber richtig echte Butter, einfach weil es nochmal mehr Geschmack gibt. So, damit wir nichts vergessen. Ich habe noch Malz. Das kommt auch gleich rein. Zack, nichts verschwinden. Dann, genau, damit wir es ja nicht vergessen. Ich habe hier Weizenmehl Type 84. Ich habe hier mein eigenes Weizenmehl. Die Maria ist in dem Fall Weizenmehl Type 480 glatt, also glattes Mehl. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung, falls euch das interessiert. Ich habe hier eben mein eigenes Mehl und da kommt jetzt nochmal das Type 480 rein. Wie gesagt, das ganz helle weiße Weizenmehl. Und zu guter Letzt, ich schaue mal alles drinnen, genau, ein bisschen Zitronenabrieb so für den tollen Geschmack. Jeder kennt es und ich kann sie natürlich auch schon super riechen, so frisch geriebene Zitronenschale, das finde ich persönlich schon was sehr, sehr Feines und darf in einem feinen, süßen Brio-Steig auch nicht fehlen, gibt ein herrliches Aroma. So, haben wir das auch drinnen. Und bevor ich jetzt die Maschine einschalte und ihr mich nicht mehr hören könnt, ihr seht, ich habe einen Knethaken drauf und ich werde den Teig jetzt ungefähr 8 Minuten langsam mischen und dann ungefähr 8 bis 10 Minuten im Schnellgang kneten und ich zeige euch dann gleich, wie der Teig aussehen soll, wann er fertig ist. So, der Teig sollte jetzt fertig sein. Das seht ihr auch, der klebt eigentlich schon komplett am Knethaken. Machen wir jetzt noch schnell das Mehl auf. Dann zeige ich euch nämlich gleich, wie das aussehen soll, wenn der Teig fertig ist. Ich putze den jetzt noch vom Knethaken runter. Zack. Und jetzt hole ich den Teig hier mal schnell raus für euch. So, der löst sich schon eigentlich wunderschön von der Schüssel. Also bevor der Teig fertig ist, beziehungsweise wenn der Teig dann fertig ist, sollte sich der beim Kneten schon schön vom Schüsselrand lösen. Und wenn ihr dann so eine schöne zähe Struktur habt, ihr seht es hier, ohne dass der Teig wirklich reißt, dann ist der Teig fertig, dann hat sich dieser Weizenknoten schön ausentwickelt. Ihr seht es hier, der ist schön stretchy, das passt so, da kann nachher quasi die Luft, das ganze CO2, was die Hefe dann macht, nachher schön im Teig bleiben, dann kann das Ganze schön aufgehen. Und ja, so soll das sein. Man kann auch noch einen Fenstertest machen, eine Fensterprobe, sprich man nimmt hier ein Stückchen Teig
und dann versucht man hier so mit Gefühl einfach wie so einen Strudelteig den Teig zu ziehen, sodass man schon fast durchsehen kann. Und das Ganze nennt sich Fensterprobe, Fenstertest. Und hier sieht man auch, wie schön sich dieser Weizengluten hier entwickelt hat. So soll das sein. Perfekt. So, das Ganze wieder zusammen hier. Der Teig muss jetzt auch natürlich rasten. Rasten ist immer gut für den Geschmack. Ich decke das hier einfach mit einem Tuch ab, den Teig lasse ich gleich in der Schüssel. Und je nach Raumtemperatur lasse ich jetzt den ungefähr 45 Minuten rasten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es zum Portionieren geht. Die 45 Minuten sind vorbei und jetzt holen wir gleich mal den Teig wieder raus. So, ich staube mir da gleich mal ein bisschen hier. So, da ist das gute Stück. Jetzt geht es nämlich ans Portionieren. Ich mache mir hier noch ein bisschen Platz. Und aus diesem Rezept sollten 6 Gramm pro Seite rausgehen mit ungefähr so 85 oder vielleicht 80 Gramm Teigeinlage, also pro Stück. Dann schauen wir jetzt mal, ob ich da gut gerechnet habe. Einfach mit einer Teigkarte hier abstechen. Ich lege es mal zur Seite. 81, 85. Ihr könnt es natürlich auch nach Gefühl machen, aber ihr seht hier, ich habe jetzt zum Beispiel 105 gehabt. Bei der Waage ist man halt immer noch etwas genauer dran. Und das ist eben wichtig, dass man nachher ein gleichmäßiges Backergebnis hat, weil sonst hat man vielleicht ein ganz kleines Stück und ein großes Stück und das kleine Stück ist dann quasi schon zu lange im Backofen gewesen und das große Stück hätte noch gebraucht. Also deshalb wiege ich immer gerne den Teig ein wenig ab. So, 85, jetzt schauen wir 246, das wären die. Dann teile ich jetzt hier das noch ein wenig auf. Also so ungefähr 85 Gramm sollte gut passen. 6 Stück, 6 Campusse, perfekt. Und jetzt werden die rund geschliffen. Ich habe hier schon ein Tuch vorbereitet, das kann ich hier ein bisschen bestauben, damit nichts kleben bleibt. So, und dann schleife ich die jetzt rund. Ich mache das immer gern in der Hand, weil ich einfach mehr Gefühl habe. Also ich lege sie auf die Handfläche, gehe mit so einer leichten Krallenstellung drüber und fahre hier quasi so im Kreis und versuche mit den Fingerspitzen den Teig immer wieder so nach unten zu drücken, dass hier so eine schöne Kugel rauskommt. Oben soll es schön glatt sein, unten ist es unten hat man diesen Schluss, nennt sich das. Das ist ganz normal, dass es unten nicht so schön glatt ist. Und mit der Schlussseite nach unten setzen wir das so weg. Und das machen wir jetzt einfach mit jedem Stück. Das Ganze nennt sich Rundschleifen. Ich verlinke euch hier auch noch oben irgendwo ein Video. Da habe ich das schon einmal gezeigt, wie man das Ganze macht, auch mit einer schönen Nahaufnahme. Dann könnt ihr das auch machen, ist keine Hexerei. Oder man kann das Ganze natürlich auch am Tisch gleich mit beiden Händen machen, ist man auch schneller. Aber bei 6 Stück sollte das kein Thema sein. So, alle 6 Stücke rund geschliffen und jetzt heißt es wieder warten. Der Teig muss wieder ein wenig rasten. Ich decke das hier mit dem Tuch wieder ab und dann sehen wir uns gleich in so einer halben Stunde wieder. Und dann geht es gleich ans Formen und wir sehen uns gleich. Die sind jetzt schön aufgegangen, wie man hier sehen kann. Und jetzt geht es weiter mit dem Formen. Ein Stück, ein Campus. Ich nehme jetzt mal eines. Da braucht ihr nicht so viel Mehl. Der Teig, ihr werdet merken, der ist jetzt eigentlich nicht mehr wirklich klebrig. Ich habe den jetzt einmal umgedreht, dass die schöne Seite jetzt quasi unten ist. Dann drücke ich den mal flach, damit die Luft rausgeht. Einmal von oben einschlagen, einmal von unten. Dann einmal noch so überschlagen. Und hier befestigen. Keine Sorge, den zweiten Krampus zeige ich euch natürlich dann in der Nahaufnahme. Ich mache jetzt hier mal den ersten. Ihr seht sie, ich bin ja schon beim Strang, beim Rollen. Und ich mache hier so beide Enden ein wenig spitz. Dann, wenn ich ungefähr jetzt diese Länge habe, ungefähr ein Drittel markieren.
Das drücke ich mir hier so ab und dann haben wir gleich automatisch Kopf und Körper. So. Und dann schnappt ihr euch eine Teigkarte. Dann schneiden wir uns hier einmal beim Kopf die Hörner durch. So. Ein Krampus hat ja auch bekanntlich Hörner. Dann beim längeren Teil einmal durchschneiden für die Füße. Und dann darf natürlich nicht fehlen die Hände. Die kommen hier auch noch schön raus. Einmal links, einmal rechts. Supi. So soll das sein. Ihr seht, es geht rucki zucki. Das ist eigentlich die Methode, die man auch in den meisten Bäckereien oft sieht, weil sie geht eigentlich ziemlich schnell und sieht aber trotzdem sehr toll aus. Also hier zeige ich euch jetzt mal den ersten Krampus. Und dann könnt ihr den natürlich gleich aufs Backblech legen. So. Und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten in der versprochenen Nahaufnahme. Das zweite Stück, wie gesagt, einmal umdrehen, dass der Schluss jetzt oben ist. Dann flach drücken. Dann einmal oben einschlagen, einmal unten. Das Ganze ziehen wir jetzt hier nochmal drüber. Ich mache es mal in eure Richtung, damit ihr das sehen könnt. Dann drücke ich das hier so fest. So. Jetzt rolle ich das Ganze hier so ein wenig aus. So. Hier soll die Kopfseite sein. Ihr seht, hier ist leicht spitz. Dann ungefähr ein Drittel hier so markieren. Dann mit der Handkante hier reinschlagen. Rollen. Damit man hier den Kopf abdrückt. Supi, supi. Wenn ihr hier den Schluss seht, schaut, dass der unten ist. Das passt perfekt. Und jetzt geht los schon mit dem Schneiden. Nehmt euch eine Teigkarte, dann hier der Kopf in der Mitte einmal einschneiden für die Hörner. Dann von unten einschneiden für die Füße, für die Beine. Und jetzt fehlen nur noch mehr die Hände. Einmal hier und einmal da. Und perfekt, ihr seht, ganz simpel, ganz einfach. So sieht dann danach der Krampus aus. Hörner, Kopf, Hände, Füße und ab aufs Backblech. Jetzt mache ich noch die restlichen vier Stücke. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Da kann ich jetzt auch ein bisschen einen Zahn zulegen, wie man so schön sagt. Bereite ich mir dir gleich alle vor. So sehen die schönen Krampusse dann aus, wenn sie vorgeformt sind und die Hörner, wenn man möchte, hopp, ist mir gleich das Papier ein Stückchen runtergerutscht. Die Hörner, wenn man möchte, kann man auch noch so ein bisschen eindrehen, dann bekommen die auch noch ein wenig mehr Charakter. Da kann man jetzt natürlich spielen und sich verspielen bis ins Unendliche und ins Detail gehen. Ich zeige euch jetzt aber einmal eine schnelle Variante vom Krampus und so, ein wenig die Hörner eingedreht, das passt soweit. Jetzt decken wir die Krampusse wieder mit einem Tuch ab und lassen das Ganze nochmal bei Raumtemperatur, so ungefähr 30, 45 Minuten, eben kommt darauf an, wie warm es bei euch ist, nochmal aufgehen und dann kommt erst das Ei drauf und die Augen und den Mund, aber das sehen wir uns dann gleich an. Die Brioche-Krampus sind jetzt wunderschön aufgegangen und jetzt geht es quasi ans Fertigmachen. Ich habe schon ein Ei vorbereitet, dann nehmen wir ein ganzes Ei zum Abstreichen. So, ich gebe da immer auch gerne noch eine Prise Salz dazu, dann zieht das Ei nicht solche Fäden.
mit einer Gabel oder mit einem Schneebesen da einfach verquirlen. Ein bisschen Zeit nehmen wir uns und tun uns nämlich nachher richtig leicht beim Abstreichen. So, sollte reichen. Zack, dann nehmen wir hier unser Blechpinsel. Jetzt pinseln wir mal alle Krampusse schön mit dem Ei ab. Von Kopf, Hörner, Hände schauen wir, dass wir das alles schön gleichmäßig hinbekommen, damit wir nachher auch eine schön gleichmäßige Farbe haben. Alle Krampusse sind jetzt schön abgestichen. Jetzt brauchen wir noch Rosinen für die Augen. Habe ich hier schon vorbereitet. Da suche ich mir jetzt schön zwei große Rosinen pro Krampus raus. Und dann drückt sie bitte die Augen beim Kopf da richtig schön tief rein bis ganz nach unten, weil sonst hebt sie nachher wieder ab und dann würden die wieder rausfallen. Also hier schön die Augen reindrücken. Dann machen wir den Krampus noch einen geholten Mandelhagelzucker, Mantel und Hose würde ich da mal sagen. So, ein paar Mandeln hier. Und dann noch ein bisschen Hagelzucker. Da könnt ihr natürlich frei variieren, eure Kreativität freien Lauf lassen. Ich mag einfach den Geschmack von Hagelzucker und Mandeln. Und wir kennen ja, dass die Krampus auch so ein dickes Fell eigentlich oben haben. Und da hat der jetzt schön, der Krampus, ein Hagelzucker-Mandelfell bekommen, würde ich da mal sagen. Und zu guter Letzt, mit einer Schere können wir da noch beim Kopf eine Nase bzw. Mund einschneiden. Dann sieht der auch ganz lustig aus, super aus. Und so würde ich jetzt alle Krampusse fertig machen oder wie ihr auch das gerne hättet. Und dann geht's gleich weiter mit dem Backen. Die Krampusse sind jetzt fertig dekoriert, ihr habt es gesehen, finde ich echt niedlich, auch mit dem Mund und Nase, also mir gefallen sie wirklich toll, seid kreativ, macht eure eigene Besteuerung auch gerne und jetzt geht es bei 200 Grad Ober-Unterhitze so für 10-15 Minuten, je nach Farbe, je nachdem wie euer Backofen so drauf ist, werden wir die jetzt goldgelb backen und dann sehen wir uns gleich wieder, ab in den heißen Ofen. Und da sind sie, unsere Krampusse. Sehen die nicht toll aus? Ich lege mal hier welche rüber, denn ich habe da noch eine Kleinigkeit vorbereitet, das möchte ich euch noch zeigen. Ich habe da hier nämlich noch ein paar Zweige vorbereitet als Ruten. Jetzt passt mal auf, wie super das aussieht. Den gehen wir den Krampus hier noch in die Hand. Jawohl! So soll das aussehen, Krampus mit Rute. Der bekommt natürlich auch noch eine. Einmal hier durch die Hand durchstechen, oh, ein Stückchen abgebrochen, macht nichts. Und hier habe ich noch fast wie einen Dreizack. Der wird noch hier reinkommen. So sehen sie aus. Meine Krampusse mit Mandel, Hagelzucker, Mantel und der kleinen Rute. Also, so sehen die süßen Dinger aus. Ein Krampus muss ja nicht immer angsteinflößend sein. Ich glaube, das ist optimal für die Kinder. Und dann natürlich auch zusätzlich der süße Brio-Steig. Der wird ganz, ganz toll schmecken. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Schaut auf meinem Blog vorbei, christopherlang.at. Da findet ihr dieses tolle Rezept. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen,
abonniert meinen Kanal, geht ans Glöckchen, lasst mir ein Like da und einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!